Familie, kreative Spielwiese. Das Glück macht aus dem Moment, wenn man nach einer Produktion allen in die Arme fällt. Wenn alle sich in die Arme fallen. Am Ende einer Brustproduktion oder auch einer Zirzeproduktion jetzt. Ja, das ist Glück. Familie ist die Crew, offensichtlich. Einige wenige davon hier in diesem Raum. Die Tatsache, dass bei manchen von uns schon die Brotfabrik als Zuhause auf dem Handy angezeigt wird, weil wir so viel Zeit hier verbringen. Insbesondere in einer Produktionswoche offensichtlich. Deshalb ist die Brotfabrik auch wie eine große Familie, finde ich. Die Spielwiese ist, dass wir mit jedem Quatsch, den wir uns ausdenken, gefühlt uns hier austoben dürfen in der Brotfabrik und auf der Brotfabrikbühne. Und dass selbst jemand wie ich, der sehr lange nicht geschrieben hat, zum Beispiel einfach die Gelegenheit bekommt, sich hier auf die Bühne zu stellen und niemand weiß, was er zu erwarten hat eigentlich, und den eigenen Text zu performen. Und das ist halt einfach super schön. Das war tatsächlich witzigerweise nicht wegen des Theaters, sondern wir waren im Brotfabrik-Kino und ich glaube, es war so, weiß auch nicht, so 10. Klasse oder so, und wir haben im Kino Persepolis gesehen. Und das war das erste Mal, dass ich hier in der Brotfabrik war, und ich bin damals aus Brühl gekommen und habe gedacht, Gott, die Anreise dauert ewig. Ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwie 100 Jahre unterwegs. Jetzt wohne ich 10 Minuten entfernt, hat sich ein bisschen geändert offensichtlich. Und und das war ein verdammt guter Film. Und damals habe ich schon gedacht, wie cool das ist, dass in einem Haus so viel Kultur vereint ist. Also Theater und Kino und Tanz und Kurse, das fand ich schon damals ziemlich cool. Ja, 10. Klasse. Ich glaube, 2018 war das, zu unserer King John-Vorstellung. Da habe ich den Bastard gespielt und ich habe so einen ganz dramatischen Abgang gehabt vor der Pause. Und ich bin so rausgestürmt und hatte irgendwie auch noch so ein bisschen höhere Schuhe an. Und hatte so ein bisschen die Warnung, Achtung Lisa, die Bühne steht nicht ganz an der Wand, irgendwie überhört, als unser Regisseur das losgelassen hat auf uns in der Vorbesprechung. Und ich bin also rausgestürmt und volle Lotte in diesen Zwischenraum gefallen mit meinem rechten Bein. Und es muss, glaube ich, wirklich, also von mir und Mitschauspieler stand hinten, also hinter der Bühne, und hat mich nur laufen sehen. Und es muss wirklich so ausgesehen haben, so wupp, einfach jemand wird komplett so ein... Ich habe die komplette Stufe tiefer gelegt. Und davon habe ich sehr viele blaue Flecke davon getragen, aber das waren auch irgendwie schöne Kampfnarben. Ist ganz schwierig zu benennen, weil es super viele mega schöne Momente in der Brotfabrik gab. Und ich glaube, also so mit einer von den schönsten war, das war ein Buskewill. Ich glaube, 2018 auch könnte es gewesen sein. Da haben wir mit drei Mädels drei unterschiedliche Monologe gemacht von Frauen der Geschichte. Und Christine Lehn hat Regie geführt und wir sind nach diesem Auftritt alle gemeinsam von der Bühne gekommen und sind einfach hinter der Bühne übereinander zusammengefallen. Ich weiß es wirklich noch, als wäre das gestern gewesen. Wir sind uns alle so in die Arme gefallen, sind in so einem riesigen Klopsmensch irgendwie da hinter der Bühne auf dem Boden gelandet. Und dann haben uns die Leute nochmal rausgeklatscht und wir mussten uns irgendwie wieder disentangeln sozusagen und wieder raus auf die Bühne. Und das war so ein schöner Moment, weil das einfach so ein totaler Female Empowerment Moment war irgendwie. Und der ist mir sehr, sehr positiv im Gedächtnis geblieben, auf jeden Fall. Ja. Ja, doch, das kann man schon sagen. Also ich würde sagen, die Brotfabrik im Zusammenhang mit der Busk ganz stark natürlich, aber ohne diese Zusammenarbeit wäre das ja gar nicht möglich. Also deshalb, ja, doch, das würde ich schon so, kann ich so unterschreiben. Für mich ist das, man würde ja meinen, so als Schauspielerin auf der Bühne eigentlich, aber ich finde es hinter der Bühne am schönsten, weil da eben diese ganzen Momente passieren. Also das ist so
da nimmt man nochmal kurz, bevor man irgendwie rausgeht auf die Bühne, gemeinsam dann die Hand vom Spielpartner und irgendwie drückt die mal kurz. Und da ja, fällt man sich nachher in die Arme, wenn man von der Bühne kommt und alles gut gelaufen ist. Und ich fand, das war so eine ganz besondere Stimmung, dieser Moment, wo Menschen, die sich total, also die Gefahr laufen, sich total verletzlich zu machen, da rausgehen und das mit einer Masse von komplett fremden Menschen teilen. Und ja, deshalb, ich finde, hinter der Bühne ist eigentlich der magischste Ort, das Backstage sozusagen. Ich glaube, ich hätte richtig Bock, jedes Jahr, das ist jetzt natürlich wirklich in diesem Jahr die blödste Idee überhaupt, ja, aber jedes Jahr so ein richtiges kleines Theaterfestival zu machen. So mit allen Gruppen, die hier normalerweise auf der Bühne stehen. So die zusammentrommeln und ja, und einfach so ein kleines, irgendwie über 3 Tage gehendes Festival zu machen. Das finde ich mega gut. Also ich würde auf jeden Fall auf der Matte stehen und natürlich auch unbedingt selber mitmachen wollen, aber wir haben sowas ja schon so ein bisschen im Kleinen gehabt, dass sich die Gruppen auch so ein bisschen mischen, auch mit dem 240-Stunden-Festival zum Beispiel, aber wo es eben vielleicht dann auch nicht mit so einem Wettbewerb irgendwie verbunden ist, sondern einfach irgendwie als Gemeinschaft Theater an die Leute bringen und über so einen langen Zeitraum wie möglich. Die Vielfalt, also das ist mir ja offensichtlich schon in der 10. Klasse aufgefallen, dass das hier irgendwie wirklich eine Kulturstätte ist, die halt prinzipiell alles, was irgendwie mit Performance Art zu tun hat, und ja nicht nur das, sondern es gibt ja auch noch die die Ausstellungen oben zum Beispiel von Fotografiekünstlern oder generell Künstlerzeichnern. Und das ist, glaube ich, also diese Vielfältigkeit zeichnet die Brotfabrik auf jeden Fall aus. Und eben ja der große Vertrauensvorschuss, den es immer gibt für die Gruppen auch und das Engagement der Leute einfach, weil das ist, glaube ich, besonders. Und also ich habe damals gedacht, als ich das erste Mal hier war und irgendwie gehört habe, da ist auch eine Bühne und so, und dann ein paar Jahre später war ich dann das erste Mal bei einer Aufführung hier und da habe ich gedacht, das ist so eine richtige Bühne. Wie kommt man denn dahin? Und es war so völlig unmöglich für mich damals mir vorzustellen, dass ich selber, und zwar also eigentlich mit gar nicht so vielen Komplikationen, es auch auf diese Bühne schaffen kann und dass da tatsächlich auch etwas aufgeführt werden kann, was ich initiativ vorgeschlagen habe sozusagen. Ja, und das ist was, wo ich sagen würde, das machen, glaube ich, nicht unbedingt alle Kulturstätten und alle Theater. Ja, dass sie im Prinzip Laien sagen, hier, ihr habt ja auch eine Bühne und tobt euch mal aus. Dass wir wieder spielen dürfen. Für mich wünsche ich mir, dass ich damit nicht so bald aufhören muss. Und durch irgendwann weiß ja nie, was kommt so richtig, ne, ob man mal irgendwann wegziehen muss oder irgendwie sowas. Eigentlich möchte ich, dass sich gar nicht so viel ändert. Also jetzt, just in diesem Moment schon, aber wenn ich jetzt mal so ein Jahr zurückgehe, dann denke ich so, das war schon ganz gut, das war schon ganz solide.